Servus und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, heute mit einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 15. Wir müssen die Quest Kriegserklärung jetzt machen und dazu springen wir hier runter zu dem Chor. Hier geht es nämlich weiter. Nacht! Und der Okay, wir haben alles erledigt. Sehr seid ihr gut. unverletzt? Ja, bei euch auch alles Oh. okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Okay, was ist das? Der alte Chor. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Okay, dann komm mal raus. Oh mein Gott, das ist ein erster Bossgegner. Bossgegner. Boss-Time in Final Fantasy 15, Leute. Okay, ich würde sagen, wir knocken erstmal die Seite hier aus. Oh, ich hab Fuck, ich bin gleich down! Kann ich jetzt hier meine Magie verteilen? Und zwar... Okay, das kann ich sogar unterm Kampf machen. Ausrüsten. Yep. Und dann nehmen wir aber gleich mal Heiltrank auf Ignis. Und ich nehme auch einen Heiltrank. Ah ja, Stufe 22, ey. Sieht gar nicht gut aus, Prinz Rüben. Okay, wo ist Ignis? Will der Name gefallen? Komm her! Hey! Zu spät! Vielen Dank! Hier! Hey! Was ist da bei dir? Ja, leg los! Wie ist das möglich? Muss wohl alles geben! Hey! Nicht ist so das! Ist gar kein Geben, was ist denn hier los? Hat er uns Cooldown drauf? Nimm dies! Na, warte! Ja. Freu dich nicht zu früh! Wie irgendein Warp-Punkt? Ja. In Position! Okay, Warp-Punkt da. Nein, nicht auf den. Nord, vorsichtig. Ja. Hier. Zu spät. Komm! Danke. War unvorsichtig. Passiert doch nicht!
auch wieder da. Igos, kümmere dich um Nacht. Zu Befehl, General. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Unmöglich. Mein Leben. Ich will heim. Medic, Leute! Jetzt! Na, ich glaube, ich muss erstmal auf die Füße gehen. Dachte schon, das wär's! Ja, yeah, Baby! Das Imperium! Oh, okay. Großartig. Der war jetzt nicht einfach. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Okay, Aufgabe abgeschlossen, Kriegs. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das Auto muss auch mal wieder gewaschen werden. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Okay, Level 13. 54 Fertigkeitspunkte. Speichern hier. Speichern einfach mal alles. Okay. Kapitel 3. Die weite Welt. Das Imperium ist ein mächtiger Feind und Noctis hat einen langen Weg vor sich, wenn er den Kristall zurückerobern will. Auf der Suche nach der Kraft. Die alten Könige brechen die vier Freunde in eine weite Welt voller unbekannter Wagnisse auf. Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch.
oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Okay. Mit Vollgas raus in die weite Welt! Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die Wiesenregionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser voll tanken. Tanken wir voll die Hütte hier. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Mach du gut. Okay. Tanken. Wie los? Kann mich nicht tanken, Mage. Kann man nicht tanken, was ist denn da los? Oh, Telefon. Hallo? Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann! Familienbande. Iris in Listalum treffen. Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Nee. Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestalum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Ja, fahren wir da mal hin. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! Schauen wir, ob wir erstmal was tanken können. Jetzt können wir tanken. Oh. Okay. Was hat der? Hallo auch! Haltrunk kaufen wir auf jeden Fall mal. Ja. Super! Okay, das reicht fürs Erste. Jetzt geht's Geld eh schon wieder dahin. Ja, Sanya. Was? Die kennst du? Ja, ich hab sie in Hammerhead kennengelernt. Stimmt. Hab gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Lasst uns mit ihr reden. Wird sicher interessant. Sie weiß viel über die Fauna hier. Das kann nicht schaden. Wilde Wasser sind tief. Nehmen wir uns erstmal die ganzen Quests mit, würde ich sagen. Oh. Stören. Ich bin hier gerade furchtbar beschäftigt. Oh, wer seid ihr Hübschen denn? Und, was führt euch her? Ich etwa? Nein, also... Oh,
Ihr wollt mich also lediglich von der Arbeit abhalten. Also wirklich, das ist nicht nett. Nein, gar nicht nett. Oh, jetzt muss ich die verlorene Zeit wieder aufholen. Oh, ich hab's. Ihr werdet zum Ausgleich was für mich tun. Ja? Wirklich? Das ist ja nett. Ich ersticke nämlich in Arbeit. Dann legt mal los und geht auf Froschfang für mich. Was? Frösche? Genau. Die kleinen schleimigen Viecher, die so lustig hoppeln, aber nicht jeden dahergehüpften Grünling. Ich brauche Rotfrösche von euch. Diese Art grün als Dorfohr. Die Jagd kann also gleich hier beginnen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Bringt mir ein paar schöne, frische Fröschchen, ja? Okay. Hier war aber noch ein Fragezeichen, glaube ich, oder? Da oben. Das nehmen wir auch gleich mit. Da hat sie uns aber was reingedrückt. Lehrreich war das auf seine Weise in der Tat ein bisschen. Achso, das ist ja wieder. Konntest du dich unterhalten? Ja, war echt lustig. Weitergeh. Hallo. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. So, weiter Flur. Okay, die Quest haben wir auch. Ha. So, schauen wir nochmal weiter. Da muss ich für Zutaten noch. Treue Kundschaft lobe ich kaufen. Mir. Autozubehör, Rennstreifen, Campingzubehör, Pannenset. Das kaufen wir jetzt mal. Nehmen wir mal 3 mit, weil wir haben doch da eine Quest gehabt. Super! Schau mal wieder rein. Dann könnte man den das wieder bringen dann. So, gehen wir ins Restaurant und werden uns jetzt hier die noch die ganzen Punkte markieren lassen. Willkommen im Krähennest. Alles klar bei euch? Infos aus der Region? Das ist alles gewesen. Der hier noch? Würdet ihr euch der Sache annehmen? Nehmen wir gleich mit. Viel Erfolg. Das ist doch ganz schön Kohle. Das werden wir auf jeden Fall machen. Was hast du hier noch? Für jeden was dabei. Schützt vor Frosch, was? LP Maximum 300. 1400. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Also dann, wir zählen auf euch. Alles klar, dann machen wir erstmal die blöden Quests hier mit dem Frosch, würde ich sagen. Aufgaben. Wilde Wasser sind tief, war das glaube ich. Oh, Level 14. Ja, machen wir das mal. Wilde Wasser sind tief. Wie weit ist es weg? Oh, 700 Meter. Okay, da können wir fast nicht hinfahren. Und gehen wir ein bisschen zu Fuß. Schauen wir uns die Landschaft ein bisschen an, Leute. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Noctis, ich will jetzt auf jeden Fall wieder... Hier. Was sind das für Gegner hier? Greift der mich an? Oh, Stufe 32, Mensch. So, nehmen wir das hier noch mit. Was ist das? Teufelsbeete. Oh. So. Die Jagdsaison ist eröffnet. Gott! Erscheinen!
Stirb. Das ist ja richtig in Fahrt. Leg los, Pronto! Oh. Immer schön! Verdammt, Flink. Meine. Hey, wie kommen denn hier noch? Geschenk für dich! Lebt ihr noch? Ja. Okay. Gerade noch gerade so. Noch so. So, weiter geht's. Boah, ist denn das für ein Riesenvieh? Riesensaurier oder was es sind. Ich hoffe mal nicht, dass die uns angreifen. Oh, was gibt's hier? Verrostete Münze. Okay. Nockt! Da oben! Feinde! Danke! Wo? Oh. Kommt jetzt hier runter oder was? What? Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Helfer! Willst du mich umbringen, Mann? Was soll das denn? Nur ein paar Schrammen. Ja, das ging noch gut. Und gut EP auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt den EP-Boost, glaube ich, drin. Oder ist er schon wieder raus? Ja, glaube, der ist schon wieder raus sogar. So. Komm, jetzt sage ich jetzt, ich kann jetzt hier nicht durchs Wasser laufen. Was ist denn das für ein Schmarrn? Warum können wir hier nicht durchlaufen? Mei. Nein, ich sag nicht, wir können hier durchs Wasser laufen. Was ist das für ein Schmarrn? Nockt! Da oben! Ja, Feinde! Ja. Danke! Gehen wir mal weiter. Ach, jetzt ist es. Also, das finde ich jetzt schon Schmarrn, dass man hier nicht durchs Wasser laufen kann. Meinst du nicht, wir sollten schnell nach Lestalum? Meine Schwester macht sich sicher schon Sorgen um uns. Ist das lästig! Klappe zu, Monsterdruck! Obacht! Hey, Nacht! Erwischt! No! Hey! Das schaffen wir doch mit links! Klingt, als würd's dir blendend gehen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's durchs Sumpfgebiet. Leuchtet denn hier so grün? Oh, der hat irgendwas drauf. Ich habe doch das Gegengift. Ich
Gefängnis. Ah, das hat die LP-Regeneration verlangsamt anscheinend. Okay. Gegengift haben wir genug gekauft. Vorwärts! Ja. Sehr gut. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Angriffsboost, LP-Boost. Okay. So. Rotfrösche suchen. Oder fangen. Ha! Einen haben wir schon. Okay. Kann ja nicht so schwer sein. Die. Einen habe ich ja schon. Ah, da ist einer. Nicht schlecht, Nacht. Rotfrosch, 2. Was ist nun? Wir sollen die Frösche fangen, Mensch. Reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Ich sehe jetzt hier keinen mehr. Brauche aber noch 3. Ah, da ist einer. Hab einen! Okay. Nummer 3. Ein bisschen an die Feldspalten. Ignis, wie viele Königswaffen gibt es? So viele, wie es Könige gab. Leider sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Boah, ey. Noch die blöden 2 Frösche finden. Hey Nacht, über dir!
sind denn die bösen Frösche? Ich habe gedacht, sie rennen mehr rum. Wenn genau die fünf sein, mehr wird sie gar nicht geben. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Schon. Morgens komme ich kaum aus dem Bett. Vielleicht solltest du einfach früher schlafen gehen. Hey, nicht zerquetschen, ja? Okay, fehlt mir noch einer. Gehen wir mal ganz am äußeren Rand hier entlang von der Markierung. Irgendwo einer sein, oder? Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Mei. Ist nichts. Jetzt sind wir eigentlich einmal schon rum, oder? Also hier irgendwo sein. Hier in der Mitte irgendwo drin. Vielleicht. Super, jetzt wird es nachts, sehe ich den da überhaupt nicht. Oh ey, das ist ein Scheiß. Irgendein blöder Frosch noch. Ja, was ist denn das? Mein Magen knurrt. Wann sind wir denn endlich? Ja, wir müssen noch eine Frosch fangen, Leute. Machen wir Licht. Vielleicht sieht man so besser. Na, hier siehst du gar nichts. Finde ich niemals den Frosch. Nockt, da oben! Feinde! Danke! Weiter weg. Ich bin müde. Wann sind wir denn endlich da? Also das ist jetzt richtig blöd gemacht. Warum gibt es hier nur fünf Frösche anscheinend? Warum gibt es hier nicht mehr? Okay Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir einen Cut.
Ich suche den Frosch in der Zeit noch. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann spielen wir auf jeden Fall dann gleich hier an der Stelle weiter. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Servus, euer Andi.